Einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Top Mods Video auf meinem Kanal. Wir haben ein paar Maschinen, wir haben ein paar Script Mods und wir haben diese wunderschöne Map und vielleicht erkennt auch der eine oder andere die schon. Es ist die Krebach. Die gucken uns aber gleich an. Ihr merkt schon, keine Facecam und so. Es muss heute unfassbar schnell gehen, was einfach damit zusammenhängt, dass ich hab's ja angekündigt. Ich hab's im Kanal-Update angekündigt. Jetzt im April, ich habe einfach keine Zeit. Möchte euch aber diese Mods trotzdem zeigen. Dementsprechend machen wir jetzt eine ganz, ganz schnelle Nummer draus. Ich habe auch nichts platziert oder so. Wir gucken es uns im Shop an und fangen, glaube ich, einfach mal mit den Maschinen jetzt an. Wir haben ein Gülle-Pack von Venhus und zwar die Profiliner. Das sind die ja etwas kleineren, aber durchaus sehr professionellen Güllefässer mit ein bisschen Anbaukram hier für den Landwirtschaftssimulator. Und zwar haben wir einmal den Profiline-Vakuum-Version, Profiline-Schraubpumpen-Version und Profiline kombiniert, also eine Kombination aus Vakuum und Schraubpumpen, beides. Dann haben wir einen Möscherverteiler, also so ein, ja, zwei Verteiler, um hinten Gülle zu verteilen. Wow, okay, macht Sinn. Und zwar, der eine ist mit 7 bis 11 Meter und der andere ist mit 17 km/h. Finde ich fantastisch. Was kann er denn? 17 km/h. Eine Arbeitsbreite steht hier nicht. Finde ich auch nicht schlecht. Gut, aber man kann bis 17 km/h damit arbeiten. Und der andere kann halt 17 km/h und 7 bis 11 Meter. Ich vermute mal, dass hier der Schwanenhalsverteiler, ja, ich sag mal, eine ähnliche Arbeitsbreite haben wird. Gut, wir gucken uns jetzt beispielsweise einfach mal hier die kombinierte Version an. Wir sehen, standardmäßig haben wir erstmal Metalloptik und sowas. Es ist ein kleines Güllefass. Es hat 14 Kubikmeter. Es ist relativ viel Volumen auf kleiner Fläche. Benötigt hier bei dieser Konfiguration 180 PS. Hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und wiegt 5,6 Tonnen leer. Wir haben als Reifenhersteller Trelleborg, Fredestein, Michelin, Nokian Tribes mit Pflegebereifung. Finde ich gut, dass es das auch gibt. Und, genau, Trelleborg. Genau, designtechnisch haben wir Anschluss gerade 0. Anschluss 0 mit Warnleuchte. Anschluss 90 Grad. Warte, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, hier, guck mal. Hier, um den geht's. Okay, gefunden. Genau, dann haben wir noch Arbeitsscheinwerfer. Das sind die hier hinten, eine Standard- oder Arbeitsscheinwerfer bereit. Damit haben wir noch ein bisschen mehr Beleuchtungskraft und Anhängerkupplung Standard, 3-Punkt lang, ja, oder Standard. Farbtechnisch haben wir so ein bisschen was zur Auswahl. Silber ist halt dieses galvanisierte bzw. verzinkte, finde ich persönlich mit am schönsten. Wir könnten aber jetzt auch komplett orange sagen oder rot. Aber wie gesagt, ich finde hier dieses verzinkte mit am schönsten. Dann kommt man hier die Seinfarbe könnten wir schwarz machen. Da geht es hier um die Schutzbleche. Und dann haben wir hier noch die Felgenfarbe. Dieses momentan auch grau. Könnten wir hier chrom machen. Finde ich ganz nett. Ist auf jeden Fall ein schöner, detailreicher Mod. Kann man machen. Wie gesagt, alle Links zu diesen Mods, die ich euch vorstelle, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Achso, und falls du Bock auf mehr Mod-Videos hast, hinterlass im Video gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo für meinen Kanal. Wir haben gar nicht mehr Maschinen, sondern jetzt haben wir erstmal ein paar Gebäude. Das eine ist hier das Biomasseheizkraftwerk, was ich eigentlich ganz cool finde, so wie das aufgebaut ist. Wir haben hier so zwei, beziehungsweise eine kleine Schüttguthalle und dann haben wir so eine Rampe mit so einem Trigger, wo wir mit einem Radlader oder halt auch mit einem Anhänger befüllen können. Wir können hier entweder Holzhackschnitzel oder Stroh zu Elektrizität machen, indem das verbrannt wird. Ja, finde ich nice. Optisch gesehen ist es okay, es ist wirklich nicht überragend, es ist okay, aber ich finde es trotzdem ganz cool, so wie es gemacht ist. Der nächste Mod wäre der Kennzeichenmanager. Der hat so ein paar verschiedene Funktionen. Auf der einen Seite können wir nur eine bestimmte Art von Kennzeichen hier machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier ein deutsches Kennzeichen schon auf der Karte haben, können wir kein anderes mehr machen. Also so habe ich das zumindest verstanden. Und was ich vor allem sehr gut finde, er gibt uns hier, wie wir sehen, einen Überblick über die schon vorhandenen Kennzeichen, wo wir dann einfach sagen können, oh, okay, warte, das gibt's schon, also muss ich jetzt hier DM
YY008 nehmen als nächstes, damit wir jetzt hier nicht die Kennzeichen wiederholen oder an mehreren Fahrzeugen dasselbe Kennzeichen haben, so wie hier gerade. Ist ein sehr cooler Mod, wie ich finde. Finde ich übrigens, das hätte irgendwie Standard da sein müssen, dass man eine Auflistung der Kennzeichen hat. Weil das hat mich schon ein paar Mal zu, ich sag mal, zu Verwirrung oder zu, dazu gebracht, dass ich nicht wusste, welches Kennzeichen ich jetzt schon hatte und dann habe ich irgendwelche willkürlichen Zahlenkombinationen gemacht. Naja, ich habe noch mehr Mods, die muss ich euch gleich allerdings auf der Mod-Seite einmal vorstellen und typischerweise werden wir vorher jetzt hier den Hof von der Krebach angucken, also von der Map, wo wir drauf sind, wo ich sagen muss, ich habe die Krebach im 19er tatsächlich gerne im Singleplayer gespielt, ist eine kleine, schöne Karte. Wir laufen jetzt erstmal hier rein und sehen, wir haben hier Schmetterlinge, die einfach durch die Gegend fliegen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich sehr schön, dass hier auch mal andere Tiere zu sehen sind als die üblichen Verdächtigen. Ja, wir haben hier die Krebach und hier ist das Bavaria Farm Pack, also das bayerische Hofpack, drauf verbaut. Das bekommt man automatisch mit, wenn man die Karte runterlädt. So sieht der Hof standardmäßig aus, wenn wir ihn, wenn wir auf einfach starten. Wir haben hier Hühner. Ein Hühnerstall haben wir. Dann haben wir hier so die kleine Werkstatt hier, ein bisschen Unterstand. Das sind hier eigentlich zwei Schüttguthallen. Hier ist eine Werkstatt. Dann haben wir hier noch einen kleinen Raum, wo wir reingehen können. Da geht es nämlich hier um das Lager für Schüttgut. Also in dem Sinne für Weizen und Co. Und hier steht schon der Brandner-Anhänger. So, machen wir mal Tor auf. Da haben wir hier den kleinen Schäfer-Hoflader. Bisschen Deko, bisschen Deko, bisschen Deko. Deko, 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 Deko. Hier haben wir ja so ein schönes Regal, wo wir Sachen reinstellen können. Wir könnten hier oben eine Schaufel reinstellen oder Paletten. Und hier unten ist ein kleines Gewicht. Wir haben überall auf der Karte hier Deko, finde ich sehr cool. Und die Deko ist halt auch so platziert, dass sie nicht stört. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Dann haben wir hier den Mischstreuer. Und hier die Mistplatte, die kleine. Sie ist wirklich klein, die Mistplatte. Und hier ist ja so gesehen der Stall schon fast. Hier haben wir ein Durchfahrsilo. Und hier haben wir auch schon den einen Traktor gesehen, den kleinen Fendt Favorit, den 500er. Dann gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Hier ist leer. Hier könnten wir quasi als Durchfahrthalle könnten wir Anhänger reinstellen oder auch Fahrzeuge. So. Hier haben wir ein Güllefass, das kleine Farmtech. Und hier ist der Kuhstall auch schon, so wie man ihn kennt, aus dem Bavaria Farmpack. Oben haben wir das Ballenlager. Und hier unten kommen dann die Kühe rein. Hier können wir füttern. Hier können wir Stroh hingeben. Hier können wir Gülle rausholen. Und ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ist das ein Heulager? Kann das sein? Oder ist das ein weiteres Getreidelager? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Uns fehlen aber noch ein paar Geräte. Wir müssen die ja irgendwo noch mal finden. Das hier ist ja noch der Stall. Das hier ist das Haus. Gucken wir mal weiter. Kuhstall immer noch. Hier haben wir eine schöne Halle. Hier wird wohl was drinstehen. Jo, der kleine Pöttinger Ladewagen. Den gucken wir hier mal. Das sieht nach einem Schafstall aus, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht. Ja, das ist doch ziemlich eindeutig eine Schafweide. Mhm. Schön, schön. Haben wir hier oben noch was? Nö. Aber ich sehe, wir haben weiter hinten, wenn wir jetzt hier weiter langlaufen, ein bisschen weiter noch, geht der Hof quasi weiter. Dort wurde er weitergebaut, hier hinten. Und hier haben wir einen Fermenter oder eine Heutrocknung. Irgendwie sowas um den Dreh. Und dann haben wir hier weitere Geräte stehen. Und zwar haben wir den kleinen Rossemähdrescher. Hier haben wir, was ist das denn für ein Stall? Ein Schweinestall. Auch sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Also der Hof ist schon einmal komplett ausgestattet, was die Ställe und so vor allem auch angeht. Und dann haben wir hier oben wahrscheinlich noch die Sämaschine und so. So, das Letzte, was man braucht. Hier haben wir, Futtermischwagen. Und ich vermute, ich glaube, hier haben wir einen weiteren Kuhstall. Und der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus, der Kuhstall. Den sehe ich gerade zum ersten Mal, Leute, im Übrigen. Der gefällt mir. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr cool. Aber irgendwie, es fehlt noch eine Sämaschine. Bin ich zu doof, die zu finden? Wir müssen jetzt mal auf die Karte gucken. Haben wir keine? Wir gucken mal eben im Shop. Hier,
gekauft. Nee, Leute, wir haben keine Seemaschine oder so. Auch interessant. Das ist wirklich interessant. Die müsst ihr euch noch kaufen für die 100.000, die ihr habt. Der Hof ist mega. Also der Hof ist absolut mega, Leute. Wie gesagt, Links sind alle in der Videobeschreibung. Kennt ihr ja. Und wir gucken uns jetzt die letzten Mods an. Das machen wir direkt im Mod-Hub. Gut, Freunde, wir sind hier im Mod-Hub direkt im Spiel. Das sind Script-Mods, die ich euch hätte nur relativ schlecht zeigen können. Wir haben hier einmal Universal Autoload. Und zwar fügt der quasi für alle möglichen Produkte und Paletten Autoload automatisch zu diversen Anhängern und so dazu. Diverse Anhänger direkt aus dem Spiel, aber auch einige Mod-Fahrzeuge. Die Liste von unterstützten Anhängern und Pritschen ist quasi ja in der Beschreibung hier mit drin. Ist ein sehr cooler Mod. Ich habe ihn getestet, funktioniert auch relativ gut. Also da kannst du absolut nicht klagen. Das macht wirklich Spaß so. Das ist so, könnt ihr quasi viele von den Standardfahrzeugen zu Autoload direkt machen, ohne irgendwie einen Autoload-Anhänger dazu runterladen zu müssen. Der nächste ist der Bale Counter, also der Ballenzähler. Was soll man da Großartiges so sagen? Im F1-Menü sieht ihr einfach, wie viele Ballen ihr jetzt schon gepresst habt. Den könnt ihr übrigens auch zurücksetzen, so dass ihr den quasi von Feld zu Feld neu machen könnt und dann sagt, auf Feld 1 habt ihr, keine Ahnung, 23 Ballen, auf Feld 2 habt ihr 73 Ballen. Ihr könnt den aber auch dauerhaft einfach durchlaufen lassen, so dass ihr dann seht, oh, ich habe dieses Jahr 2733 Ballen gemacht. Ist, ja, ob man den braucht, weiß ich nicht, aber cool ist er halt schon irgendwie. Und ja, Freunde, damit sind wir durch. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass das jetzt hier einfach so durchgerattert ist. Ich werde das auch gar nicht schneiden. Ich werde das quasi so, wie es jetzt ist, hochladen. In der Hoffnung, dass der Ton und so passt. Wie gesagt, ich hab's in dem Kanal-Update ja schon erzählt. Ich habe aktuell beruflich bedingt einfach gar keine Zeit. Dass ich mir jetzt hier die Viertelstunde, 20 Minuten genommen habe, das aufzunehmen, zu gucken, ist schon sehr hart an der Grenze. In dem Sinne hoffe ich, dass es euch trotzdem irgendwie ein bisschen gefallen hat. Ich möchte euch halt trotzdem irgendwie coole Mods zeigen, wenn halt coole Mods draußen sind. Ihr habt ja letzte Woche gemerkt, letzte Woche kam ja quasi gar nichts dazu, nachdem ich das Kanal-Update gemacht habe. Das lag A daran, dass keine coolen Mods rauskamen und B, ich habe wirklich keine Zeit. Ab Mai könnte es wahrscheinlich besser werden. Also ab Mai sieht es besser aus. Und dann werden wir vielleicht auch mit Farm Dreams starten. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Vorbereitungen sind soweit fertig. Es fehlen aktuell nur noch Leute. Also falls ihr sagt, ihr habt Bock auf Roleplay, dann, ja, keine Ahnung. Schreibt mir eine E-Mail, Link ist in der Videobeschreibung. Oder schreibt mir auf Social Media. Das ist halt, aber es ist wirklich ein Roleplay, ein Scripted Roleplay wird das. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch gerne. In dem Sinne, ja, Däumchen nach oben würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, auch für ein Video, was weniger Aufwand hätte nicht sein können. Und dann, falls du mich noch nicht abonniert hast, gerne auch ein Abo. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, bis dann und ciao!